Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und bei mir ist heute der Berliner Bundestagsabgeordnete der SED, Helmut Klebank. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich grüße Sie. Nun werden viele sagen, und Sie wahrscheinlich auch, hoppla, den kenne ich doch, der war doch Bürgermeister. In der Tat. Das sind Sie nicht mehr. Seit 26. September sind Sie gewählt als Bundestagsabgeordneter. Und wie lange waren Sie Bürgermeister in Charlottenburg? Ich war knapp 10 Jahre Bürgermeister in Spandau. Ja. Und jetzt ist es auch der Wahlkreis Spandau mit Charlottenburg-Nord. Das gehört mit dazu. Und tatsächlich musste ich das Bürgermeisteramt schon mit dem 15. Oktober abgeben. Was? Mit der Feststellung des amtlichen Endergebnisses. Ja. Das ist im Wahlgesetz so geregelt. Und von daher, ja. Wo haben Sie denn jetzt Ihr Büro im Bundestag? Mit Blick auf die Spree oder in den Innenhof? Mit Blick auf... Es gibt ja schöne Büros und es gibt nicht so schöne. Ja, die Berliner Landesgruppe ist unter den Linden 50 untergebracht. Im Moment mit Blick tatsächlich auf die Prachtstraße unter den Linden. Aber ich werde noch einmal umziehen und werde dann auf die andere Seite ziehen und habe dann den Blick in den Innenhof. Das hat allerdings den Vorteil, keine direkte Sonneneinstrahlung. Und auf im die Sommer wird es schon sehr heiß. Da ist doch die russische Botschaft auf die andere Seite. Nee, also im Moment... Wird da was neu gebaut? Im Moment schaut das Büro tatsächlich raus auf die Botschaft, also auf die Prachtstraße unter den Linden. Und auf der anderen Straßenseite ist ja die Botschaft. Innerhalb des Gebäudes ziehe ich nochmal um. Und habe dann den Blick auf den Innenhof. Das ist mir auch ganz angenehm, da wird es im Sommer nicht so warm. Da finden aber die Sommerfestivals statt, wenn sie mal irgendwann wieder stattfinden. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie ist denn das so der Unterschied? 10 Jahre Bürgermeister, Lokalpolitik und jetzt plötzlich Bundespolitik. Gravierend, ja. Sehr viel anders. Der gravierendste Unterschied ist natürlich, dass ich als Bürgermeister jeden Tag Dutzende von Entscheidungen zu treffen hatte. Mhm. Kleine, mittelgroße, große. Also für den Bezirk große. Das ist als Abgeordneter nicht mehr so. Man trifft nicht so viele Entscheidungen, aber man ist an vielen Themen beteiligt und involviert und muss sich eine Meinung bilden und die auch innerhalb der eigenen Partei, der eigenen Fraktion versuchen zu bewegen und durchzusetzen. Und das ist sehr spannend. Es ist eine völlig andere Aufgabe. Und die Themen sind natürlich in weiten Teilen ganz andere. Aber es gibt auch eine Reihe Schnittmengen, ja, Themen, die mich bisher beschäftigt haben, beschäftigen mich jetzt auch nur von der anderen Seite her sozusagen, wie kann man Gesetze und Vorgaben so konstruieren, dass sie für die Menschen gut sind. Und das ist nicht so einfach, währenddessen man als Bürgermeister ja die Aufgabe hat, die Gesetze umzusetzen, anzuwenden, zur Geltung zu bringen. Und gerade diese Diskrepanz zwischen dem, was Gesetze vorgeben und wie die Dinge umgesetzt werden müssen und welche Begrenzungen man dort auch hat, gerade diese Diskrepanz war ja für mich auch ein Grund, auf diese andere Ebene zu gehen, weil ich eben gemerkt habe, dass diese Praxiserfahrung in weiten Teilen sich nicht in den Gesetzen abbildet. Ja? Und dadurch kommen wir dann unter Umständen zu Gesetzen, die eben in der Praxis nichts bewirken, weil sie nicht so umgesetzt werden können, wie der Gesetzgeber es sich mal gedacht hat. Ja. Und das ist sozusagen ein ganz spannender Prozess. Und dann geht das Murren des Volkes, des Wahlvolkes los und sagt, die machen ja gar nichts, der Kanzler lässt sich nicht sehen, überhaupt. Sie sind ja von Hauptberuf Lehrer für Mathematik und Physik. Schlägt sich das nieder? Sind Sie im Umweltausschuss oder im Forschungsausschuss? Konnten Sie den Ausschuss sich aussuchen, wo Sie hin wollten? Oder wurde der Ihnen wie bei vielen anderen zugeteilt? Tatsächlich habe ich vor allen Dingen den Klimaschutzausschuss. Klimaschutz und Energie ist ja ein Ausschuss. Und den Umweltausschuss als meine Schwerpunkte angegeben und habe beide tatsächlich auch bekommen. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, man konnte also Wünsche äußern. Aber die Fraktion als Ganzes muss ja vor allen Dingen auch alle Fachgebiete abdecken. Mhm. Und da gibt es natürlich Bereiche, die sind etwas beliebter, da ist der Andrang sehr groß. Und es gibt Bereiche, die sind weniger beliebt, da wird man dann unter Umständen beauftragt, das zu machen. Aber in meinem Fall hat das gebeten, gut gepasst. Gebeten, höflich gebeten. Höflich gebeten, okay, so kann man es auch sagen. Aber in meinem Fall, es ist natürlich eine Herausforderung, in beiden Ausschüssen tatsächlich drin zu sein. Es gibt natürlich große Schnittmengen. Es sind häufig Themen, die in beiden Ausschüssen auch beraten werden. Und insofern kann ich diese Schnittmenge dann relativ gut abbilden. Also da bin ich sehr zufrieden mit und freue mich auf die Arbeit und unser Minister für Klimaschutz, Herr Habeck, hat ja schon angekündigt, vor Ostern kommt das erste große Osterpaket. Da sind wir alle sehr drauf gespannt, was da in den Gesetzesvorlagen wohl drinstehen wird. Muss er sich sputen? Es sind noch 6 Wochen bis Ostern. Er muss sich sputen und es sind auch schwierige Themen zu bewegen. Also ich bin sehr gespannt. Hat er so gewollt? Er hat es so gewollt und er hat es so angekündigt. Und er hat den Mund groß genommen und sagt, wir schaffen das. Er hat er zwar nicht gesagt, aber ich denke mal so.
Ja, aber ein Thema wollen wir, was unabhängig vom Ausschuss ist, unbedingt mit Ihnen besprechen. Wie ist denn jetzt Stand bei Impfpflicht oder nicht? Ich blicke da nicht mehr durch, was momentan aktuell ist. Morgen ist schon wieder alles anders als heute. Was brauche ich, was darf ich, was muss ich sein lassen? Alle Länder machen wieder alles durcheinander. Mhm. Ja, wann kommt denn da mal eine klare Linie rein, dass man sagt, so, es gibt eine Impfpflicht, ja oder nein, und dann sind die und die betroffen. Oder auch nicht, basta, aus, Ende. Ja. Also basta so sagt ja in dem Fall keiner. Ne? Ja, der ist ja nicht mehr da, der sagt das auch, aber zum anderen Thema. Ja, so ist es. Ich glaube, das Wichtigste ist nochmal, sich klarzumachen, was ist eigentlich das Ziel. Und das Ziel muss aus meiner Sicht sein, dass wir im nächsten Winter möglichst ohne Einschränkungen durchkommen. Also möglichst ohne Kontaktbeschränkungen, ohne irgendeine Art von Lockdown. Möglichst auch ohne, dass alle Nase lang alles Mögliche kontrolliert werden muss. Möglichst ohne flächendeckende Tests. Also diese Testsregime sind ja auch sehr anstrengend für uns als Gesellschaft. Möglichst mit großzügiger Öffnung von Gastronomie ohne Einschränkungen. Also einfach Sie das reden sozusagen. Vom nächsten Winter. Vom kommenden Winter. Ende dieses Jahres. Und das wird bis dahin noch? Langsam. Vielleicht die Frage ist erstmal, wie kommen wir dahin? Und ich bin felsenfest überzeugt, dass wir das nur schaffen, wenn in der Breite der Bevölkerung eine Immunisierung da ist, die den Namen auch verdient. Das heißt, wie erreichen wir das? Im Grunde nur über Impfungen. Wir können es nicht dadurch erreichen, dass sich jeder mal angesteckt hat, einfach so. Das wird unser Gesundheitssystem, das wird unsere Wirtschaft, das würde alles überfordern. Das ist die sogenannte Herdenimmunität. Man kann es so nennen. Das hat natürlich zur Folge, diese endemische Phase, in die wir wollen, dass das Virus weiter grassieren wird. Also es wird nicht so sein, dass sich keiner mehr ansteckt. Nur wenn der eigene Körper darauf vorbereitet ist, dann sind natürlich die Auswirkungen nicht so gravierend wie ein völlig unvorbereitetes Immunsystem. Und das ist der Punkt. Wie erreichen wir eine möglichst hohe Impfquote? Möglichst deutlich über 90%. Ja, aber wenn ich Sie richtig wenn ich Sie richtig verstehe, ist, man erreicht diese eigene Immunität nur, wenn man angesteckt wird. Warum soll ich mich denn impfen lassen? Dann geht es doch ohne Impfung viel schneller. Man erreicht sie. Wie verstehe ich das jetzt? Also man kann sie auf verschiedenen Wegen erreichen. Ja. Das ist der Punkt. Einmal durch eine Impfung. Das löst ja eine Immunreaktion aus. Der Körper merkt, okay, da ist was Neues, gefällt mir nicht. Ja. Aber man erreicht es eben auch durch Ansteckung. Also Impfung plus Ansteckung sind die beiden Wege. Und wenn man die vergleicht vom Risiko, dann ist das Impfen ungleich risikoärmer als sich anzustecken. Das heißt, sich anzustecken hat so ein hohes Gesundheitsrisiko, dass wir sagen, das müssen wir nach Möglichkeit vermeiden. Also beides geht, das andere ist nur extrem gefährlicher. Genau so ist es. Wer sich nicht impfen lässt und darauf setzt, setzt sich erheblicher eigener Gefahr aus. Richtig. Ja, und warum verstehen das so wenig Leute? So wenig kann man nicht sagen, das ist ja doch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung. Ich glaube, 30% sind nicht geimpft zurzeit. Also der weitaus größte Teil sieht das ja auch so und lässt sich auch vernünftigerweise freiwillig impfen. Und das ist natürlich auch der Königsweg. Ja, wenn wir das auf diesem freiwilligen Wege erreichen würden, wäre alles gut. Nur wir sehen im Moment die Realität, dass es nicht so ist. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde die Möglichkeit, wir lassen es laufen. Mit der sicheren Folge, wir haben im nächsten Winter wieder einen Lockdown. Oder wir machen noch mehr Anstrengungen, dass die Impfquote höher wird und damit die Immunität der Bevölkerung insgesamt. Ja. Und da bin ich im Moment leider auch an dem Punkt, dass ich sage, ohne eine Verpflichtung geht es scheinbar nicht. Ich würde gerne ohne auskommen, aber funktioniert irgendwie nicht. Und deswegen bewegen wir uns in die Richtung. Ja, Sie diskutieren doch jeden Tag noch mit den Kollegen im Bundestag. Ja, bist du dafür, bist du dagegen? Und wie ist denn die Mehrheitsstimmung zurzeit im Bundestag? Wenn das freigegeben wird, ja, eigentlich habe ich immer gedacht, jeder Bundesabgeordnete entscheidet nur nach seinem Gewissen. Naja, sie macht so eine Bewegung nach dem Motto, es ist halt so, wie es ist. Ja? So, und es ist eine andere Diskussion, die wir dann führen würden. Ne? Ja, deswegen wollen wir sie jetzt auch hier nicht weiter fortführen. Aber wenn es so ist, wie es ist, dann könnte man doch Herr Lauterbach sagen, so, ich mache einen Gesetzesentwurf und wir machen Impfpflicht. Und wenn es nicht durch den Bundestag kommt, ist das Thema erledigt. Und wenn es kommt, hat man eine Impfpflicht. Warum macht man das nicht oder kommt das? Naja, so wird es ja kommen. Also das Gesundheitsministerium unterstützt ja, indem es die konkrete Ausarbeitung macht für die Gruppen, die bestimmte Eckpunkte umsetzen wollen. Da gibt es im Moment ja drei Gruppen.
mit drei verschiedenen Konzepten. Das ist einmal die Gruppe um den Kollegen Kubicki, der also im Grunde eine Impfpflicht generell ablehnt, aber nicht das Impfen an sich. Also der ist schon auch dafür. Impf ja, Impfpflicht nein. Genau. Dann gibt es die Gruppe, die sagt ab 50. Und dann gibt es die Gruppe, die sagt ab 18. Und da würde ich sagen, wenn ich das Ziel verfolge, möglichst viele Menschen zu immunisieren, dann ist eigentlich die Impfpflicht ab 18 das Mittel der Wahl. Weil ansonsten verfolge ich andere Ziele oder ich erreiche sie so nicht. Also Sie würden für Impfpflicht ab 18 stimmen? Es kommt noch ein bisschen darauf an, wie sie ausgestaltet ist. Also es muss ja auch praktikabel sein. Ne? Wir sprachen über Bundesgesetze, die man dann in der Praxis nicht umsetzen kann. Also es muss schon so auch gemacht sein, dass es in der Praxis eine Wirkung entfaltet. Darüber reden wir gleich, wie man das eigentlich kontrolliert, im zweiten Teil unserer Sendung aus dem Bundestag mit Helmut Klebank. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter, war früher Bürgermeister in Spandau, 10 Jahre lang und vom Beruf Physik- und Mathelehrer. Ja, das wollen Sie aber nicht nochmal machen. Sie bleiben jetzt schön in der Politik. Die Sache ist entschieden, tatsächlich. Ja, wenigstens etwas. Und wir reden gleich weiter über Impfpflicht, wie es kommen könnte. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag mit Helmut Klebank. Er ist der neue SPD-Abgeordnete für Spandau-Charlottenburg. War vorher 10 Jahre Bürgermeister in Spandau. Und wir reden über die Impfpflicht, die kommen könnte. Und zwar in der Form, der Gruppenanteil, haben Sie gesagt, es gibt drei. Der eine ist Impfen nein, Impfpflicht, nein, Impfen ja, Impfpflicht nein, Kubicki-Gruppe. Und die andere Gruppen, beiden Gruppen sind einmal Impfen ja, die eine ab 50 und die andere Gruppe sagt ab 18. Sie genau. sind für 18. Die Frage ist doch immer, wie kontrolliere ich denn das überhaupt? Wenn ich sage, du bist geimpft, zeig mal deinen Ausweis. Das darf ich doch gar nicht. Das wäre genau gesetzlich zu regeln. Und das ist für mich auch einer der Punkte, auf den es ganz entscheidend ankommen wird. Aber ich will mal gar nicht bei der Kontrolle anfangen, sondern ich will sozusagen ein bisschen vorher anfangen. Weil zur Impfpflicht gehört nicht nur, wir machen es jetzt zur Pflicht und alle müssen losrennen, sondern es gehört natürlich weiterhin Öffentlichkeitsarbeit dazu, weiterhin die Kampagne, um die Leute zu motivieren. Es gehört weiterhin dazu, die Möglichkeiten überhaupt zu schaffen, das heißt, die Impfzentren offen zu halten, die Hausärzte zu ertüchtigen, Impfstoff zu besorgen und so weiter. Und es gehört natürlich weiterhin dazu, ein Einladungssystem zu installieren. Also wir halten in Berlin oder hatten in Berlin sehr viel Erfolg damit, dass die Alterskohorten, ich glaube, es fing an mit 80 plus, dann mit 70 plus, individuell anzuschreiben, also ein individuelles Einladungswesen. Dazu gehört auch zum Beispiel fremdsprachige Einladungen, da wo notwendig, zur Verfügung zu stellen. Also Menschen, die eben nicht ausreichend Deutsch sprechen, um so eine Einladung zu verstehen, was machen die denn? Ja, das heißt, die müssen irgendwo auch die Information finden in ihrer Sprache, die sie eben beherrschen. So, und davon ausgehend braucht es dann das Kontrollsystem. Hier sind tatsächlich mehrere Dinge denkbar. Im Moment ist es, geht so ein bisschen der Trend eigentlich dahin, es wie in Österreich zu machen, im Grunde stichprobenartige Kontrollen durch die Polizei, Ordnungsämter. Kann man sich tatsächlich vorstellen, mir wäre im Prinzip aber eigentlich lieber ein flächendeckendes System. Ja, Sie waren ja Bürgermeister, Sie das, wissen ja, ob es funktioniert so oder nicht. Ja, es ist... ich merke schon, also nicht also so ganz wird, so. Ne? Meine Befürchtung ist, wenn man das stichprobenartig macht, dann motiviert es doch diejenigen, die sehr, sehr kritisch oder ablehnend sind, quasi zu spielen, es zu drauf pokern. Ankommen zu erwischen lassen. Sie mich oder erwischen Sie mich nicht. Was ich ablehnen würde, wäre die Kontrollpflicht zum Beispiel an die Gastronomen zu delegieren. Ja, so nach dem Motto, kann ja in jedem Restaurant, kann ja kontrolliert werden. Ja, das muss ich sagen, das lehne ich ab. Ja, denn dann müssten ja die Gastronomen das Nichtvorhandensein an eine Behörde melden. Das ist auch schon wieder sehr kritisch. Oder sie müssten die Kunden rauswerfen. Das also, halte ich alles für nicht praktikabel. Wenn ich das so sagen darf, es ist nicht so einfach mit der Impfpflicht. Na, mit der Kontrolle. Mit der Kontrolle, na ja, gut, das ist nicht einfach. Wenn ich Impfpflicht mache, brauche ich Kontrolle. Also, ja, ich sage, die Impfpflicht an sich ist, weil es die Kontrolle voraussetzt, genau. Schwierig. Ja, also das wird uns noch beschäftigen und deswegen machen wir hier jetzt mal einen Punkt. Und wenn wir das nächste Mal hier sitzen, gucken wir mal, wie weit es ist.
Ja, Klima ist das andere Thema, was sie beschäftigt. Nun reden alle davon, dass wir unbedingt Windräder bauen dürfen. Wissen Sie, Sie waren ja mal Bürgermeister, wissen Sie, wie viele Windräder es überhaupt in Berlin gibt? In Berlin gibt es tatsächlich 6 Stück in 4 Windkraftanlagen. 6? Allesamt in Pankow. Ja. Haben eine bescheidene Leistung von insgesamt 15 Megawatt, aber immerhin. Ja, für wie viele Häuser reicht das? Ein Straßenzug? Es sind nicht so viele, es ist vielleicht ein Stadtteil oder sowas. Aber tatsächlich müssen wir sehen, dass es diese Notwendigkeit ja gibt. Unser Leben wird sich durch den Klimawandel massiv verändern und wir haben eigentlich, im Grunde so ähnlich wie beim Impfen, ja, wir haben die Möglichkeit, die Sache laufen zu lassen. Dann werden die Dinge weltweit ziemlich katastrophal, ziemlich katastrophal. Auch hier bei uns, also nicht nur, dass irgendwelche Inseln im Pazifik absaufen oder so, da könnte man immer noch denken, boah, ist ja weit weg. Hamburg säuft auch ab, Bremen, die ganze Küste, die Inseln verschwinden und alles sowas, ja. Aber es wird uns auch hier vor der Haustür betreffen. Also, und wir merken es ja schon, die trockenen Sommer, die heißen Sommer, das sind alles Auswirkungen, die Wälder in großen Teilen geschädigt. Also es ist unser Thema. Und die andere Möglichkeit ist, wir versuchen Einfluss zu nehmen. Wir versuchen es zumindest zu begrenzen, die schädlichen Auswirkungen zu begrenzen. Und das geht nur mit einem massiven Ausbau der Regenerativen. Und das bedeutet eben im Moment vor allen Dingen Windräder, das bedeutet Photovoltaik. Das sind die beiden Instrumente, die im Moment so zur Verfügung stehen, dass wir sie benutzen können. Ja, aber ich bin jetzt, habe einen schönen Garten und jetzt kommt da eine Kommission und sagt, wunderbarer Platz, hier ist genug Wind, hier stellen wir Windrad hin. Und was mache ich? Ich laufe zu Gericht, zum Anwalt und dann zu Gericht und sage, bei mir nicht, beim Nachbarn. Wie lösen wir das? Also, die Bayern wollen die Leitung nicht, ja, und reden auch immer von Windkraft. Aber den Strom, der von der Nordsee kommt über die Windräder, den kriegen sie nicht, weil sie die Leitung nicht wollen. Wie lösen wir denn das? Sie sind jetzt im Bundestag. Ja. Sie müssen das lösen. Also für den Garten und das Häuschen ist es ja tatsächlich eher die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ja. Und solange da kein 30 Meter hoher Baum davor steht, der den Schatten wirft, ist das auch super. Ja, da kann man mit Photovoltaik super was arbeiten. Die Windkraftanlagen sind tatsächlich ja mehr für die freien Flächen gedacht und ich bin sicher, dass da noch sehr viel geht. Also ich rede jetzt mal beispielsweise über große Ackerflächen. Ich finde, dass auf großen Ackerflächen durchaus auch ein Windrad stehen kann. Ich finde, dass auf großen Ackerflächen oder da, wo es, sag ich mal, um Obst geht oder solche Dinge, man durchaus Photovoltaikanlagen drüber setzen kann. Und das geht tatsächlich. Im Moment ist es nur der Widerspruch, in dem Moment, wo ich auf eine Obstplantage eine Photovoltaikanlage setze, fällt die Agrarförderung weg. Also das darf natürlich nicht sein. Ja? Das heißt, das kriegt man in den Griff. Für den Häuslebauer mit der Solartechnik hat der Umweltminister Habeck auch gerade die Förderung gestrichen. So mal eben über Nacht. Ja, das war ja ein bisschen noch anderes Thema. aber die Förderung muss auch wieder kommen. Ja. Und im Moment ist es ja auch tatsächlich so, dass es mehr über das Thema Einspeisevergütung, Selbstnutzung so gestaltet werden muss, dass es für die Menschen attraktiv ist. Also dass sozusagen von der Photovoltaikanlage auf meinem Dach auch was in meinem Portemonnaie übrig bleibt. Entweder dadurch, dass ich den Strom selber nutzen kann und nur wenig Strom dazu kaufen muss, oder aber, dass ich sozusagen eine hohe Einspeisevergütung bekomme. Und das kann man aber regeln, tatsächlich. Ja, und dann steige ich in mein noch Diesel- oder Benzinauto und zahle 2 Euro plus für den Sprit. Dann nützt mir die Photovoltaik auch nichts, sondern die Leute schimpfen auf die Politik und sagen, das geht nicht auf. Das ist einfach zu teuer. Also wie soll das finanziert werden? Also auch dieser Umstieg muss kommen. Und die Chance, die dabei beispielsweise ja noch besteht, ist, dass die Photovoltaikanlagen heutzutage ja ganz leicht auch mit entsprechendem Stromspeicher ausgerüstet werden können. Das heißt, wenn ich an sonnigen Tagen volle Pulle Sonne habe, habe ich nicht nur meinen Strom zu Hause abgedeckt, sondern ich speichere auch noch, womit ich dann nachts wieder wenigstens teilweise mein Elektroauto aufladen kann. Ja, oder das ich nehme die Batterie jetzt, mit und packe sie ins Elektroauto. Das ist jetzt aber nur gedacht für diejenigen sozusagen, die das Einfamilienhäuschen hier eignen. So, was mache ich aber mit größeren Wohnanlagen? Da wohnt ja die Mehrzahl der Menschen. Aber da muss es eben diese Quartierslösungen geben, wo es eben die Ladevorrichtung auf den Parkplätzen gibt. Mieterstrom, das muss ein ganz großes Thema werden, dass die Mieterinnen und Mieter, da wo sie Photovoltaik auf dem Dach haben, davon eben auch profitieren. Aber das ist alles möglich, das kann man regeln. Also von daher, ich bin sehr optimistisch, dass wir da sehr viel bewegen können. Nun haben wir ja Ziele. Die Atomkraftwerke sind abgeschaltet, die Kohlekraftwerke werden abgeschaltet.
Bis dahin brauchen wir Ersatz. Meinen Sie, das ist wirklich zu schaffen? So, was wir jetzt sehen, der Umweltminister Habeck sagt ja selber, die Ziele sind nicht erreichbar, die wir bisher gesetzt haben. Also sie sind jedenfalls nicht einfach erreichbar. Ich bin ganz sicher, dass es ohne Gas, ohne Erdgas oder welches Gas auch immer man verwendet, also ohne Gaskraftwerke wird es wohl nicht gehen. Also auch neue Gaskraftwerke. Ja, was kriegen wir vielleicht nicht mehr, das Gas? Ja, schauen wir mal. Also das ist ja natürlich jetzt alles ein bisschen Spekulation. Im Moment geht der Trend ja richtigerweise dahin zu sagen, wir müssen auch unsere Gasversorgung diversifizieren, sagt man. Also wir brauchen eine größere Anzahl von möglichen Lieferanten. Ich glaube aber, dass auch das durchaus möglich ist. Wir haben es nur längere Zeit nicht so richtig betrieben. Und das ist der Fehler, den man jetzt sozusagen wieder beheben muss. Also wir müssen die Gaslieferungen diversifizieren. Da darf auch Flüssiggas kein Tabu sein. Aber ich bin noch lange nicht der Auffassung, dass die Sache mit dem russischen Gas schon abgehakt werden kann. Also ich bin nach wie vor der Auffassung, dass wir auch um die Ukraine eine friedliche Sicherheitsarchitektur bauen können, gemeinsam mit Russland. Das ist ja eigentlich der Punkt. Russland erwartet eine Sicherheitsarchitektur. Da werden Sie mal konkreter, wie das aussehen soll. Das weiß ich noch nicht. Das kann ich nicht vorhersehen, wie das aussehen soll. Aber es muss so sein, dass Russland und die NATO sich auf Prozeduren, auf Verfahren und auch auf Größenordnungen verständigen, die beiden Seiten ein maximales Maß an Sicherheit geben. Ich glaube, dass das geht. Ja, aber die NATO bedroht ja Russland nicht. Das sieht man ja. Ich meine, die paar Soldaten, die in Lettland sind. Ich gebe zu bedenken, dass es aus russischer Perspektive anders aussehen kann. Ja, aber müssen die Russen denn nicht darüber nachdenken, ob ihre Perspektive vielleicht ein bisschen sehr verzerrt ist? Dass ein Land wie Litauen und Estland und Ukraine doch keine Gefahr ist für das russische Imperium. Also ich glaube, dass beide Perspektiven wichtig sind und dass auch wir, die wir gewöhnt sind, sozusagen aus westlicher NATO-Perspektive zu denken, auch mal den Schritt in die andere Richtung tun müssen. Und aus Russlands Sicht hat sich die NATO quasi kontinuierlich ausgeweitet Richtung Osten. Das muss man erst mal registrieren. Ja, aber die Länder haben doch die NATO gebeten, Mitglied zu werden. Das heißt, es war eine freie Entscheidung. Das ist ja auch in Ordnung. Ich bin ja auch gar nicht dagegen. Ich will ja nur sagen, man muss auch den Perspektivwechsel nicht nur von anderen verlangen, sondern man muss ihn auch selber einmal machen. Und ich glaube, dass es gerade beim Thema Militär genug Möglichkeiten gibt, auch zu Verabredungen zu kommen. Das geht Truppenstationierungen, das geht gegenseitige Visitation und Besuche, die Teilnahme gegenseitig an Manövern etc. Also es gibt viele Möglichkeiten. Das haben wir übrigens alles in der NATO-Generalakte mit Russland vereinbart, schon 1994. Und das erste Mal im 2+4-Vertrag. Ich weiß. Das ist alles schon auf dem Tisch gelegen. Aber das wurde von russischer Seite gebrochen. Aber das ist ein anderes Thema. Da reden wir noch in einer neuen Sendung drüber. Wir sind nicht am Ende dieser Sendung und bedanke mich bei Helmut Klebank. Er ist der SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Spandau-Charlottenburg und war früher 10 Jahre Bürgermeister in Spandau. Deswegen haben Sie ihn wahrscheinlich gesagt, was ich denke, der ist Bürgermeister. Ja, die Zeit ist vorbei. Und über das Thema Russland, da reden wir noch mal ein andermal drüber. Erstmal Dank für heute, dass Sie da waren. Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wie immer, Montag mit der Sendung aus dem Bundestag hier bei TV Berlin. Danke und tschüss.